Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinadventskalender.de. Diesmal unboxe ich für euch das Adventskalenderbuch Weihnachtsamkeit 24 kreative Türchen zu dir selbst. Derzeit kostet dieser Kalender 14,99 € und ist im Hardcover im Frech Verlag erschienen. Den direkten Link dazu findet ihr wie gewohnt in der Infobox. Ich finde das Buch wirklich sehr schön designt. Die Autorin selbst ist Mediengestalterin, hat auch schon mehrere Bücher gestaltet. Ich finde, das merkt man. Hier hinten ist auch sehr schön, steht nochmal, welches Ziel mit dem Kalender erreicht werden soll. Und zwar, dass man sich in der Adventszeit bewusst Zeit für sich selbst nimmt und auch mal einen Gang zurückschaltet. Es erwarten einen dann Rezepte, Fragen, Do-it-yourself-Ideen und auch inspirierende Sprüche. Innen hat man dann hier einen kleinen Spoiler-Alarm. Ich blätter den gleich weiter. Hier steht dann nochmal das Vorwort der Autorin. Da steht, dass sie nochmal betont, dass man den Kalender nutzen darf, um sich auf sich selbst zu besinnen und auch die meist ja sehr stressvolle Vorweihnachtszeit nicht so sehr an sich heranlassen soll. Und ja, man sich quasi bewusst eine Auszeit vom Alltag damit nehmen kann. Ich zeige euch gleich mal die 1. Hier steht freuen. Da geht es darum, sich bewusst zu freuen. Dazu gibt es hier gleich ein Zitat von Seneca. Lachen und Lächeln sind Tor und Pforte, durch die viel Gutes in den Menschen hineinhuschen kann. Das war es aber auch noch nicht, sondern auf der nächsten Seite geht es gleich weiter. Hier stehen dann nochmal ein paar anregende Gedanken zum Thema Freude und ein Rezept für gute Laune-Kekse. Ist doch süß, oder? Ich zeige euch dann nochmal. Ihr seht, es ist so schön gestaltet. Die 5, hier steht Entschleunigung. Dort ist auch wieder ein Zitat zu sehen. Und auf der nächsten Seite ein paar inspirierende Sätze, die wieder ja, einem helfen, in dem jeweiligen Moment achtsamer zu leben. Und noch eine Anleitung für ein eigenes Mandala. Das finde ich auch eine schöne Idee, habe ich selbst noch nie gemacht. Ich möchte euch noch ein weiteres Türchen zeigen. Und zwar ist das die Nummer 14. Sind alle Türchen toll, aber das finde ich auch zum Beispiel eine sehr schöne Idee. Natur erleben heißt es hier. Auf der linken Seite wieder ein schönes Zitat und auf der nächsten findet man eine tolle Bastelanleitung für diese schöne weihnachtliche Gesteck aus Naturmaterialien. Ich muss sagen, das ist echt eine tolle Idee. Man muss es nicht natürlich erst beim Waldspaziergang besorgen, zusammensuchen, aber es ist eine schöne Idee, um halt an die Natur zu kommen, rauszukommen, achtsam zu sein. Ja, und auch noch diese motivierenden Worte der Autorin, Fragen auch von der Autorin, wo man sich wirklich Zeit nehmen muss und auch mal in sich gehen sollte. Mehr möchte ich euch von dem tollen Kalender noch gar nicht verraten, außer dass er wirklich mit viel Liebe und Verstand gestaltet worden ist. Es macht insgesamt einen super Eindruck auf mich. Hinten hat man hier noch was zum Ausschneiden und auch nochmal 24 Sticker, die für Weihnachtskugeln zum Beispiel sind. Also alles in allem bin ich wirklich begeistert, da ich mich selbst bereits auch seit Jahren intensiv mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetze, muss ich sagen, Hut ab. In dem Kalender bekommt man wirklich was geboten. Man muss natürlich auch bereit dazu sein, alles mitzumachen, aber dafür bietet sich die Adventszeit auf jeden Fall an. Ich würde ihn jetzt nicht jedem schenken, aber garantiert Freunden oder Familienmitgliedern, die allgemein offen für solche Themen sind und auch die Zeit haben. Das war es auch schon wieder von diesem Unboxing. Den Link zu diesem Kalender findet ihr wie gesagt in der Infobox. Und ich freue mich, wenn ihr bei unserem nächsten Unboxing-Video wieder mit dabei seid auf meinadventskalender.de.